Hallöchen, Freunde, willkommen zurück hier wieder zu einer Runde Boom Beach. Und ja, mein Dings ist gerade fertig, mein Holz lagern. Und da würde ich sagen, baue ich noch ganz kurz die Schatzkammer hier hin. Zack. 5 Minuten lang dauert sie und wir können wieder angreifen, Leute. Wir haben hier 2 Landungsboote, die voll sind. Und theoretisch könnten wir das dann auch irgendwann mal verbessern, sollte Dings mal fertig sein. sollten unsere Bauarbeiter mal rechtzeitig sein. Ich frage mich, ob die ganze Zeit, ob man noch mehr Bauarbeiter später bekommt oder ob wirklich ein einziges das einzige ist. Ja, bei Abwehr gibt es ja auch noch hier Unterstützung, gibt es ja auch noch ein bisschen was. Landungsboot, Arsenal zum Verbessern deiner Truppen, Bildhauer, baut mächtige Statuen, U-Boot, finde Unterwasserschätze und eine Radarantenne zum Erkunden des Archipels. Die können wir auch noch irgendwie upgraden, genau. 15 Minuten, krass. Region erkundbar 8 plus 6. Und Erfahrungspunkte plus 5. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu einem Angriff. Nein, das war der falsche Button. Gehen wir wieder zu einem Angriff, denn dir, genau, gefährliches Geschoss müsste das ja dann sein. Und ich glaube, die erhöht sich immer plus 1, wenn ich hier so eine neue Base dann erkunde über dieses unbekannte Gebiet halt. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, da habe ich meine Theorie noch nicht bestätigt. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir die gefährlichen Geschosse an, erkunden wir aber erstmal, nicht, dass wir blind angreifen und wir dann, keine Ahnung, noch, ja, der Mörser natürlich da hinten. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich ihm mache. Zu wenig, definitiv. Gut, dann lassen wir hier die Landungsboote, denn die Mörser haben ja auch eh Schaden. Die werden uns beiden, unseren beiden Dings wieder ordentlich Schaden machen und da fängt er schon an. Piu! Aber die sehen mega cool aus, die Mörser. Sieht zumindest sehr interessant aus. Und er hofft... Oh, okay, wunderbar. Er hat, oh, der hat nochmal... Wow. Ja, da war gerade noch so überlebt. Oh, das war mies. Ja, die Mörser sind nicht gerade ohne. Die haben schon wirklich Wumms hinter. Die Männer, die du besiegt hast, nennt sich die Schwarze Garde. Warum greifen sie uns an? Warum zerschlagen sie unsere alten Statuen? Ja, da kann ich dir aber leider auch nicht weiterhelfen. Und wir haben, glaube ich, einen verloren. Ja, durch den scheiß Schützentower. Der ist ziemlich stark gegenüber denen. Aber es sind auch nur normale Einheiten, ne? Wir können ja theoretisch dann auch die Dings machen, diese Schwergewichte. Könnten wir theoretisch jetzt schon machen. 21 Gold pro Stunde, yay! Die Schwergewichte hier, oder? Landungstruppenboot, okay, kann man nicht. Ich meine, der Ranzkohle hier. Schwergewicht. Truppen wechseln. Ne, ich will die nicht unbedingt wechseln. Ich will gucken, wo ich hier den Dings machen kann, aber ich sehe das anscheinend nirgendwo. Da hier, das ist das komische Hauptquartier. Ja, eigentlich kann ich das schon, aber irgendwie dann doch wieder nicht. Okay. Dann holen wir jetzt einfach noch einen kleinen dazu. Unser Kanonenboot sollten wir später auch mal verbessern. Ich werde auf jeden Fall dann offscreen so ein bisschen was verbessern. Da man ja hier immer ein bisschen braucht, bis die Einheiten wieder da sind. Und da fängt es schon wieder an, uns Gold zu bringen. Juhu! 18 Gold. Ich glaube, das sammelt sich immer, kann das sein? Dass es sich sammelt und dann gemeinsam kommt, anstatt dass hier irgendwann 1000 Boote sind. Das ist wohl eher die wahrscheinlichere Möglichkeit, dass sich das sammelt. Und dann gemeinsam auf uns zukommt. So, wir haben Level 3 erreicht. Wir brauchen zum nächsten Level noch 5 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wenn ich Radarantenne ausbaue, dann kann ich mir sparen, die Gegner zu suchen, also die Wolken wegzumachen, kann das sein. Dann kann man sich das schon mal sparen. Das kostet ja nicht allzu wenig Geld, das ist ja jetzt schon 1000 bei einigen. Aber wir gucken gleich mal nach, sobald hier in 5 Sekunden der gleich fertig ist, dann können wir weitermachen. Piu! Alle Truppen bereit, wunderbar. Na dann, auf geht's, hier ist schon 1000. 460, machen wir so das günstigste zuerst. Ein Rattennest. Erkunden wir es erstmal, wieder mal. Oha, okay, da ist... Oh, verdammt, sind da viele Minen. Oh, verdammt, sind da viele Minen. Okay, das muss man so anklicken, wunderbar. Maschinengewehr, 1740 Trefferpunkte, 22 Schaden pro Sekunde. Versorgungsgüter. Puh, ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Da muss man hier von rechts reingehen. Probiere ich gleich mal. Setzen wir... Achso, müssen wir erstmal auf Angriff klicken, logisch. Kann ich jetzt noch anklicken? Nee, ne? Ja, okay. Jetzt geht's natürlich nicht mehr. Piu, piu! Fast kaputt. Da fehlt noch ein bisschen Energie. Ich hoffe einfach mal, die werden... Ach, du Kacke. Piu! Nein, du greifst mein Dings nicht an, du Sau. Aber ich hoffe mal,
Die werden jetzt durch die Minen nicht getötet. Da habe ich ein bisschen Angst drum, muss ich sagen. Okay, sie laufen da oben lang. Wunderbar. Theoretisch könnte ich jetzt auch noch eine Dings raufballern. Und dann sollte es ja schon fast gewesen sein. Wunderbar, wir haben die Minen super umgangen. Aber das war auch recht einfach. Ja, man hat also immer etwa 4 Minuten für eine Kampfzeit. Eine Medaille, 1070 Gold und 696 Scheitel und keine Verluste. Wunderbar, das hört sich schon mal super toll an. Bau abgeschlossen. Achso, wollte schon sagen, Bau abgeschlossen. Schatzkammer, hey. Aber das war hier hinten. So, wir haben nichts mehr zum Bauen. Das heißt, wir werden das mal verbessern. 15 Minuten, okay. Bin ich einverstanden damit, habe ich kein Problem mit. Werden wir jetzt das nächste günstigere hier so ein bisschen freischalten. Die 600, 900 oder 800. Nehmen wir die 600. Ein Granatenschock. Und da ist der Level 4. Erkunden wir mal. Zwei Mörser. Das ist natürlich krass. Da werde ich wahrscheinlich von beiden Seiten ankommen. Ist ja auch so. Hier sind ja zwei Strände übrig. Piu, piu. Ich hoffe mal, das reicht. Oh, sie werden nicht getroffen. Na, wunderbar, sie werden nicht getroffen. Sie sollten es auch überleben. Obwohl. Habe ich ein bisschen Angst, dass ich Einheiten verliere. Nein, die sterben noch nicht. Wunderbar. Genial. Sehr schön. Es gibt ja, soweit ich sehe, noch keine versteckten Minen, weil die Minen hat man ja wirklich gesehen. Und hier oben könnte man jetzt auf Rückzug klicken, wenn man möchte. Aber das darauf verzichte ich gerade. Machen wir ein bisschen schneller hier. Piu! Kaputti. Wunderbar, wieder eine Medaille, Gold und Dings bekommen, Holzscheitel. Und keine Verluste zu verzeichnen. Sehr schön, wunderbar, kann nicht mit leben. 22 Gold pro Stunde, das heißt, je mehr Radar Level 2 erforderlich. Achso, okay, also man kann hier immer welches erforschen, das muss man sogar. Und hier kommt man dann halt nur hin, wenn man wirklich die höheren Radarstufen hat. Jetzt gibt es 22 Gold pro Stunde. Wenn man mal hier draufklicken würde, gibt es jetzt 154 Gold pro Stunde. Von den Dörfern halt. Und hier gibt es sogar in der Schatzkammer, gibt es 3139 geschützt. Das ist fast alles. Ich glaube, das ist auch wirklich immer so auf das Aktuelle bezogen. Kann man gleich mal gucken. 3139. Und wenn wir hier, zack, zack. 3143. Also wirklich immer ein großer Teil davon geschützt. Von 16 sind gerade 4 geschützt worden. Also immer, ein Viertel kann es ja nicht sein. Das stimmt dann auch wieder nicht. Okay, greifen wir weiter an. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. 1900 und 800, nehmen wir erstmal die 800. Oh, ein riesig fettes Gebiet. Erstmal hier das hier nehmen. Dann gibt es einmal tödlich. Eine Medaille wieder. Okay, mehr Siegespunkte. So, gibt es hier pro Siegespunkt? Ne, hätte ich gedacht, pro Siegespunkt gibt es hier auch mehr Dings. Mehr Gold pro Stunde von den Dörfern. Aber nein. Okay, ist anscheinend gar nichts. Außer, ach doch, das MG ist da. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dann greifen wir an. Da müssen wir auf jeden Fall auf die Mine aufpassen. Die ist gefährlich. Ich bin am Überlegen. Ich weiß nicht, wie sie da hingehen. Piu, piu, piu. Wunderbar. Kaputt gemacht. Dann lasse ich die den Rest mal machen. Ich will ja ungern meine restlichen noch reinschicken. Nicht, dass hier doch irgendwie noch, keine Ahnung, was anderes ausgelöst wird und dann. Also super, dieses Konzept mit diesem Artillerieboot finde ich mega krass gemacht, auf jeden Fall. Also, finde ich toll. Unsere Vorfahren wurden mit Lebensstatuen begraben, die ihnen im Jenseits helfen sollten. Die Schwarze gerade plündert die Gräber und nimmt die Statuen mit. Alles ja unerhört hier, also wirklich. Aber gibt ordentlich Gold, also da kann man mal wieder neue Gebiete erforschen damit. Ich glaube, der 6er sollte ihn jetzt nicht erforschen. Jetzt gibt es immer noch 22 Gold pro Stunde, aber ein Dorf mehr. Deswegen gibt es jetzt 176. Ich würde es gerne mal erkunden. Ja, zwei Mörser da hinten und hier noch. Ah, nee, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Das ist zu risky. 900 und 1000. Okay, dann gehen wir zuerst zu 900. Erforschen wir da mal hier die Diamanten. 8 Diamanten. Finde ich in Ordnung. Heiliges Kanonenrohr. Erkunden wir gleich mal. Immer schön vorsichtig gehen und dann kann man angreifen. Badam. Badam, badam. Piu, piu. Ja, ich habe glücklicherweise gar keine Kosten dafür, dass ich die Maschinengewehre losschicke. Und im Gegensatz zu Clash of Clans werden die Truppen behalten, wenn du sie reinschickst. Und wirklich nur zerstörte Einheiten werden die abgezogen, beziehungsweise als Verlust angerechnet. Was ja dann aber auch ein bisschen logischer ist.
Gut, die splitten sich. Die greifen die an, die greifen das an, die greifen das an. Und das ist dann auch schon vorbei. Das nächste Dorf geplündert. Heiliges Kanonenrohr abgeschlossen. Ist halt nur Level 1, das heißt, es ist recht einfach. Level 6 war das schon ein bisschen härter. Da brauche ich irgendwie die Schwergewichte. Vorher wird das da, glaube ich, nicht wirklich viel. Gut, 23 Gold pro Stunde. Wunderbar. 207. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde, wie gesagt, ein bisschen was ausbauen, bis wir halt unser Hauptquartier wieder machen können. Eine Stunde dauert es, okay. Auch ziemlich lange. Ich werde aber erstmal alles ausbauen. Vor allem die Türme und so weiter dauert ja ein bisschen lange. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Boom Beach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.